CTI oder Cyber Threat Intelligence ist kein Tool. Das ist der entscheidende Punkt. Es handelt sich hierbei um einen Prozess, der innerhalb eines Unternehmens etabliert werden muss und der nicht zwingend Teil einer Cyber-Security-Landschaft sein sollte. Das Ziel von CTI ist, Informationen über Cyberangriffe zu sammeln, über Angriffe, die in der Vergangenheit stattgefunden haben oder die eventuell sich andeuten, um diese ineinander in Beziehung zu setzen, um den Kontext zu ermitteln, in dem sich diese Angriffe abspielen. Der Sinn dahinter ist der, dass man dann gezielt entscheiden kann, wofür innerhalb eines Cybersecurity-Programms investiert werden sollte und wofür nicht. Es braucht im Wesentlichen zwei Punkte. Der erste Punkt ist Alignment oder Empowerment. Das heißt, die Unternehmensführung muss sich mit Cyber einig sein, dass das etwas ist, was gewollt ist. Es bringt nichts, wenn wir Findings haben und diese Findings ignoriert werden. Und zum Zweiten braucht es einen ziemlich starken finanziellen Muskel, weil es eben nicht nur die Anschaffung von Tools oder das Verwenden von Lösungen ist, sondern ich brauche eben auch ein Team von Analysten mit Erfahrung, die gute Netzwerke haben, um so die entsprechenden Informationen zu sammeln und miteinander in Verbindung und Beziehung setzen zu können. Ja, gerade in dem Bereich ist es mit dem finanziellen Muskel teilweise nicht so gut gestellt. Das heißt, hier empfehle ich, dass sich gerade kleine mittelständische Unternehmen oder eben auch Behörden mit Unternehmen in Verbindung setzen, die eigene CTI-Analystenteams betreiben. Diese Teams können dann auf Anfrage entsprechende Reports erstellen. Ein Report könnte zum Beispiel geopolitische Ereignisse analysieren und Empfehlungen geben. Er könnte aber auch Security Incidents, die passiert sind, analysieren, teilweise auch im Darknet nochmal schauen, ob Informationen abgeflossen sind und wenn ja, welche, um so den Unternehmen oder den Organisationen Handlungsempfehlungen zu geben. Als Beispiel kann der Angriff in einer Lieferkette herhalten, bei dem nur bekannt ist, dass Informationen abgeflossen sind. Und mich als Unternehmen interessiert natürlich in erster Linie, sind meine Daten Teil dieses Datenabflusses geworden.